Hallo und herzlich willkommen, ich bin Günther P. und das hier ist ein kleines Let's Test zu Call of Duty Modern Warfare 3. Fuck yeah! Und ja, ich spiele jetzt hier gerade ein bisschen herum und bash ein paar Gegner weg, und zwar online, alleine. Naja, was soll man machen? Nichts soll man machen. Und deswegen beginnt das Spiel auch gleich und der Ladebalken ist voll. Warten auf andere Spieler. Geh mal ready, du Scheißspiel, ey. Du bist doch voll scheiße, ne? Nein, ist ein ganz nettes Spiel, kann man schon spielen. Ich spiele es meistens mit Kumpels, auch fast eigentlich, na, ich glaube einmal alleine bisher, aber naja, das ist ja, jetzt uninteressant und so weiter. Und deswegen wird jetzt ein bisschen auf Underground gespielt. Und mit der kleinen Information, mit dem Attentäter extra werden sie unsichtbar für Thermalsicht, Drohnen, tragbares Radar und Herzschlagsensoren. Und wieso musst du lange auf andere Gegner warten? Los! Ich will spielen. Sofort. Jetzt. Jetzt. Now. Los. Lass die Spiele beginnen. Oder wohl eher das Spiel. Also Call of Duty Modern Warfare 3. Vielleicht habe ich ja gleich ein Disco-Connect. Das wäre natürlich richtig geil. Warten auf andere Spieler. Mach mal hinne. Scheißspiel hier, ey. Glaubt man doch gar nicht. Und? Yay! Egal, suchen wir uns mal ein neues Spiel. Nehmen wir mal Team Deathmatch. Ganz simpel, ganz einfach. Und man sieht schon, ich bin Level 41. Das heißt, ich habe das Spiel schon so ein bisschen gezockt und, aber ich bin immer noch Prestige 0. Also, na, Prestige, für alle, die es nicht kennen, man macht immer erst so, man zockt auf Level 80, dann kann man sich prestigen. Und dann ist man, also man startet bei Prestige 0. Und dann, wenn ich jetzt prestigen würde, würde ich Prestige 1 machen. Und ja, dann geht es mal so weiter. Das heißt, man hat praktisch bis Level 80, dann nochmal neu, dann bis Level 80, dann nochmal neu. Aber naja, ich finde das System jetzt nicht ganz so geil, aber was soll man machen? Und ich werde dieses Spiel auch im Singleplayer zocken, und zwar ein komplettes Let's Play. Aber wann das kommen wird, warum das kommen wird, ob das vielleicht schon vor diesem Video kommt, das weiß ich alles nicht genau. Lasst euch da mal so ein bisschen überraschen, würde ich sagen. So, Unterbrechung. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Das geht meine Stimme noch in den Arsch, wenn ich weiter mache. Und wir spielen auf der Map. Suche den besten Host. Warten. Suche den besten Host. Das Spiel beginnt jetzt. Wir spielen auf der Map Village. Yeah. Und was soll man noch großartig? Ich denke, COD kennt jeder, ich muss da nicht großartig zu erklären. Vor allen Dingen, wenn es Team Deathmatch ist, da ist einfach nur, man läuft rum und schießt. Ende. Und bei COD ist das eben halt so ganz besonders, das ist ja ein Spiel, das sehr auf Action basiert. Also so überall Krach, Boom und Krach, Bang und Explosion und Detonation und Reinkarnation, was weiß ich alles. Also Quatsch kommt da ständig jede 3 Sekunden drin vor. Und genauso ist es auch im Multiplayer. Ja, zwar nicht ganz so viel Krachbumm, aber auch schon relativ viel Krachbumm. Und relativ schnell, man hat keine Zeit zum Respawn, also man respawnt instant. Oder man hat ja kleine Karten, hat nicht lange Laufwege, man hat Waffen, die schnell schießen und schnell nachladen und so weiter. Also all sowas eben. So. Und was ich auch noch dazu sagen muss, ich bin nicht sonderlich gut in diesem Spiel. Naja. Oh, jetzt habe ich hier meine geile Rauchgranate raufgeworfen. Meine Wolkengranate, um sie so zu nennen. Hm. Ah! 100 Punkte für den Abschuss. Au, au! Nee! Mieser Camper! Ja, und ich muss sagen, COD hat mich auch schon öfters mal wütend gemacht. Ist sozusagen. Noch komm, jetzt habe ich nur einen Assist bekommen. Das heißt, ich habe ihnen Schaden zugefügt, aber nicht den goldenen Schuss gemacht, um das Vieh bzw. den Gegner zu töten. Das Vieh. Oh, meine geile Rauchgranate. Ich steig aus dem Rauch raus und wurde geflasht und ich kann gar nichts machen. Ah. Jetzt kann ich wieder was machen. Also man kann da nur so ein bisschen machen, aber... Da liegt ja einer! Alter. Olla Wichser.
Granate! Jui! War da nicht gerade einer? Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet! Ihr habt's gehört! Lord. Double Kill! Wie sie einen auch erst gar nicht getroffen habe, ne? Aber dieses Spiel hier ist natürlich total realistisch. Darf man natürlich auch mal festhalten. Ja, ich habe ihn noch gekillt. Aufklärungsdrohne aktiviert, das heißt, wir sehen die Gegner auf der Map ein bisschen besser. Also links oben da auf der Karte. Und ich weiß, ich hatte gerade einen Frame-Bruch, aber das werde ich mir jetzt gespielt überspielen. Also, ne? Spielend leicht werde ich das hier überspielen. Mit einem Spiel. Zeigt euch. Okay, hier geht einer lang, der wird gleich sterben. Oder auch nicht. Ah, da hat er gewartet. Oh. Juhu, hier kann ich gerade so eine Falle legen. Da können die Gegner sich dann vergreifen, weil sie denken, das sind Vorräte von uns. Aber wenn die das nehmen, dann sterben die oder so. Oh lala, das war meiner. So. Boah, Granate! Okay. Wo sind die kleinen Wichser? LOL. Da oben, ey. Was ist ein Assi? Bam, Junge! Erzähl mal meinen Kumpel treffen und dann ist der Gegner. So geht das auch im richtigen Krieg. Das nenne ich Realismus. Da unten gucken. Ich sehe keinen Gegner. Aber das kann sich noch ändern. Vor allem hier. Oder hier. Komm her, komm. Bam, Junge. Hast nichts anderes verdient. Juhu, ich habe 8 zu 7. Positive Stats. Das ist für mich, ja, schon gut. Oh, hallo, Kumpels. Diese Namen oben drüber sind übrigens meine Kumpels, für alle, die es nicht wissen. Ich weiß nicht, inwieweit sich das Leute angucken werden, die COD nicht kennen, aber naja. Vor allen Dingen, dass es überhaupt noch Leute gibt, die COD nicht kennen. Vor allen Dingen so auf einem kleinen Kanal von mir, wo sowieso immer nur Leute raufkommen, die sich mit der Thematik Let's Playen und, ja, Computerspiele allgemein auch ein bisschen auskennen. Dabei denke ich, keiner dabei sein, die Call of Duty nicht kennen. Da ist doch einer. Oh, der ist schon tot. Ach Mensch, der ist schon tot. Ist ja voll doof. Oh. Mann, den wollte ich killen. Hier auf der Brücke gucken. Na, ist da wer? Nope. Hätten wir doch mehr. Haha. Idiot. Zeigt euch. Ihr Pussy Rangers. Go, go, Pussy Rangers. Da vielleicht? Nope. Ja. Günther Aimhacker. Genau. Genau so sieht's aus. Und worauf ich auch letztens übrigens sehr stolz war, ich hab, letztens, Leute. Da war doch irgendwo einer. Lol. Also worauf ich letztens stolz war, das ist mir bisher, also beziehungsweise letztens das erste Mal passiert. Ich war online zocken so hier bei COD und dann hat einer geschrieben, hey Günther LP, ich kenne dich doch, du machst doch Minecraft Let's Plays und so weiter. Und da habe ich mich schon so ein Stück weit geehrt gefühlt. So. Ja, wo sind denn hier alle? Da sind welche. Na gut. Und da war ich. Sieg!
Nein. So was wollen wir ja gar nicht sagen. Yay, ich hab 9:9. Slow Motion Kill. Yeah, wir sind gut. Wir haben 9:9. Bam, ich bin der Beste, wo geht, Junge. Knochenbrecher. Yay, mehr Erfahrung und so weiter und so fort. Viele coole Sachen können wir hier auch machen. So, ich verlasse jetzt die Lobby, um noch ein bisschen, ja, Sprengkommando zu spielen. Weil bei Sprengkommando geht es darum, erinnert ein bisschen an Search and Destroy, wenn ich ehrlich bin. Aber Search and Destroy gibt es ja auch. Auf jeden Fall geht es darum, es gibt ein angreifendes Team und ein verteidigendes Team. Ja, ich nehme mal Mission. Und das angreifende Team, das muss eben halt an zwei bestimmten Plätzen Bomben legen und das verteidigende Team muss das verhindern. Aber man kann auch zwei Bomben gleichzeitig legen und so und man hat dann bestimmte Zeitbegrenzungen, indem man die Bomben legen muss. Und so weiter. Und wenn man die Zeit nicht einhält, dann hat natürlich das verteidigende Team gewonnen und so weiter und so fort. Man kann natürlich auch immer respawnen, das ist ja wohl klar. Und ja, was gibt's denn noch großartig zu erklären? Genau, und je nachdem, wer dann die Runde gewonnen hat, beziehungsweise dann hat einer die Runde gewonnen, je nachdem, ob die Bombe, also ob die beiden Bombenplätze bombardiert sind, nee, ob die beiden explodiert sind, so geht's. Ja, also wenn beide Bombenplätze platziert sind, explodiert sind, meine ich natürlich, dann ist das die Runde vorbei. Und ja, wenn die Zeit nicht eingehalten wurde, dann hat eben das verteidigende Team gewonnen. So, und dann gibt's eine neue Runde, wo das beides dann getauscht ist, wo dann das verteidigende Team zum angreifenden Team wird und das angreifende Team zum verteidigenden Team. Und in der zweiten Runde, je nachdem wer dann gewinnt, ob es dann schon 2:0 für eine Mannschaft steht, kommt noch eine dritte Runde. Also wenn es 1:1 steht, dann kommt eine dritte Runde. Und da gibt es eben halt nur einen Punkt, wo die Bombe explodieren muss. Aber beide Teams haben Bomben und müssen versuchen, das explodieren zu lassen. Also sind praktisch Angriff und Verteidigung beide in einer Situation oder beide gleichzeitig. So. Sie haben 3 Abschussserienplätze, um einen zusätzlichen Platz für weitere Abschussserien, die Sie auf andere Weise erhalten. Sprengkommando. Mission. Ich habe gerade 24 Frames. Und jetzt, ich nehme meine Front-Eber-Klasse. Und los geht's! Da sieht man auch schon links oben auf der Minimap, wo A und B sind. Naja, so ungefähr zumindest. Auch Granate! Okay, hier links. Nee, das ist ein Kumpel von mir. Ach, jetzt haben wir hier Bomben platziert und jetzt müssen wir die ein bisschen beschützen, damit die nicht diffused wird, natürlich. Ist hier irgendwer? Nope. Oh, eine verbündete Predator-Drohne im Anflug. Nice, 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 nice. Bam. Bam. Double kill. Ne, da unten ist auch nichts. Ah, ich glaube, der Bombenplatz hier explodiert. LOL! Da wurde ich von hinten abgeschossen! Okay, jetzt haben wir A und B gleichzeitig platziert. Ich hab ja gesagt. Juhu! Ein Platz ist schon explodiert. Oh. Oh, na, toll. Der letzte aus meinem. Oh. Aus Migration! Nein, hast du suchen. Ja, toll. Ja, das wird nämlich über einen immer gehostet so. Und der ist natürlich dann immer der Nubi, wenn er dann die Verbindung verliert oder irgendwie sowas. Oder wenn er eine schlechte Verbindung hat. So. Okay, ich muss den Bombenplatz schützen. Da schützen steht ja auch fett drüber. Manchmal merkt man doch, dass das Spiel hier für dümmere Leute gemacht worden ist. Bam, Junge! Wuhu! Beide Bombenplätze sind explodiert! Unser Team führt 1:0. Ich bin nämlich gerade hier in dem linken, in dem komischen Zeichen-Ding. Yeah! Die Gegner sind die Totenköpfe. Wow! Goldene Waffe. Sehr realistisch. Da wird der noch umgebracht. So.
Okay, neue Runde. Neue Runde, neues Glück. Jetzt müssen, muss mein Team und ich, damit auch inbegriffen, die Bombenplätze schützen. Granate. Nein, ich bin knifen sollen. Ich bin so ein Noob. War nicht überhaupt lang. Aber mal irgendwo hinrennen. Pff, wird schon klappen. Hinten in welcher? Ah, zeigt euch. Wo sind die Gegner? Ja, genau. Dann kommen gleich zwei von hinten an. Pfeffer mich einfach mal weg. Na los, ihr Krishna-Baktis. Noob, noob. Jeder, der mich tötet, ist ein Noob. Das ist ja wohl mal klar. Bitte, die schreiben das auch schon in den Chat-Links. Bam. Okay, Aufklärungszone aktiviert. Und Und aktimalisiert. Legen wir uns mal hier hin. Hey, Gegner, kommt doch her. Oh nein, Campen ist langweilig. Verstehe auch nicht, wie Leute campen können. Mir persönlich den ganzen Spaß rauben. Und die ganze Zeit einfach nur so auf einem Ding rumzusitzen. Oh, die wurde platziert. Wir müssen die diffusen, also entschärfen. Bam. Das nenne ich doch mal einen geilen Move. Oh, und jetzt entschärfe ich das. Oh, von hinten. Oh, toll. Die anderen müssen mich doch beschützen, wenn ich die fuse. Nice. Jetzt hat die Bombe entschärft. Ach, jetzt wurde die, am anderen Bombenplatz platziert. Schieße. Und tschüss. Oh. Los. Ist er gestorben? You suck! Bam, Junge! Bam, Junge! Oh Mann. Hier oben noch mal kurz gucken. Scheint auch niemand zu sein. Juhu! Scheiße. Hab ich ein bisschen zu langsam hinterhergezogen. Ja. Oh, oh, ein Bombenplatz ist Platz. Explodiert meine Fresse. Oh Gott. Wieso schmeiß ich Granate? Was zeigt euch? Aua. Jetzt habe ich mir die Knochen gebrochen wie in Minecraft. Aber heute habe ich auch vor, richtig viel aufzunehmen, ey. Ich habe auch schon Minecraft und Minecraft Adventure aufgenommen. Oh lol, und dann wollte ich auch noch, ja, ganz viel anderes aufnehmen. Aber ich verrate das jetzt mal lieber nicht, weil sonst sagen alle, du hast uns gespoilert. Auch wenn ich mich frage, wie ich euch spoilern kann, aber okay. Okay. Ich will mal, dass das Ding kaputt ist. Oh, anscheinend nicht. Muss man auch kaputt knifen. Oh oh. Ich lebe. Nein! Bin ich genifed, der Fuzzi? Keine Ahnung. Ich will mir sich die Gegner angucken. Lol. Scheiße, die Bombe wird platziert. Ja, wir müssen diffusion. Ne, runterspringen. Hinlaufen, alle töten. Oder auch nicht. Lol. Ach, komm. Guck mal nach links, ist er rechts. Guck mal nach rechts, ist er links. Also der Gegner jetzt. Na Mann. Ich muss diffusen. Nein. Ah. Ja, toll.
Letztes Gefecht, Junge. Das kriege ich übrigens, wenn ich viermal hintereinander gestorben bin, ohne wen zu killen. Ja, 10 zu 11. Wenigstens nicht schlecht. Aber es gibt die finale Runde, wo es darum geht, wer die Wurst hat. Bam, voll in den Rücken. In den unteren Rücken. Ja, ja. Ja, knack, knack, knack. Lass knacken, Junge. Ziel zerstören. Okay. Oh, oh. Na, oh, komm schon. Das war unnötig. Lol, und wo? Ach, oh, komm. Aber jetzt verreck ich die ganze Zeit. Und verrecken macht keinen Spaß. Nein. Einer? Na, nun es ist. Oh Gott, die haben ja schon geplantet. Scheiße. Los, defuse, defuse. Lol. Ja, wir haben wenigstens defused. Go, 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 go. Scheiße. Mann, nehmen so ein scheiß Heli. Scheiße, haben sie mir platziert, ey. Oh, komm schon. Ich verkack gerade voll. Ich dachte gerade, das ist ein Gegner, ey. So. Ja, der hätte jetzt was auf den Sack bekommen. LOL! Alter. Ja, toll, wie soll ich denn so schnell da hochkommen? Ja, da habe ich doch schon mal da gekillt. Ja, toll, jetzt sind wir verloren. Hm, 13 zu 17. Ach, scheiße, scheiße. Bam! Und bam! Und dann habe ich den gekillt. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen und man sieht sich auch beim nächsten Mal, wenn es heißt, let's test irgendein Spiel. Haut rein!